Morgenrunde. Na, lauf. Ja, ganz schön frisch heute Morgen. Ja, erstmal ein normaler Spaziergang. Mal sehen, was passiert. Aber heute soll es noch warm werden. Aber die Nächte, ich glaube heute Morgen 6 Grad. Gibt's da was, Mai? Ja, wir werden richtig verwöhnt, was das Wetter anbelangt. Na komm. Gehen wir mal nicht zum Bach. Ich will in die Sonne. Meine alte Dame. Eine Krähe. Dann wird sie munter. Ja, Maya hat ja ein ganz besonderes Verhältnis zu Krähen. Ja, seit 11 Jahren lebt ja eine Krähe bei uns. Ja, sie ist jetzt nicht handzahm. Eine Schwester von mir hat die aufgezogen. Aber sie kommt ja täglich bestimmt 3-4 Mal bei uns vorbei. Sie wird weiterhin gefüttert. Ja, und Maya ist da sehr eifersüchtig auf sie. Und deshalb mag sie keine Krähen. Ja, aber schön. Also wie gesagt, seit 11 Jahren kommt diese Krähe Jakob. Holt sein Futter, bringt manchmal auch Begleitung mit. Und eine schöne Geschichte. Ja, und dadurch, dass Jakob gefüttert wird, stellen sich da auch immer eine ganze Menge anderer Vögel ein. Elstern, Milan, Mäusebussard. So, jetzt sind wir dann erstmal oben. Da hinten das Teufelsloch. Da drüben die Halde. Und hier die Maya. Na lauf. Lauf, mein Mädele. Das ist ein schönes Plätzli, ja? Eine kleine Pause. Alles gut? Du kriegst gleich was. Mach's jetzt. So ist fein.
du kriegst ja was. Gell? Alles gut? Leckerle. Leckerle. Ist da was? Wir gehen weiter, Maja. Lauf. Da hinten der Lupfen. So, jetzt geht's langsam nach Hause. Ich muss noch meine Handschuhe holen, die habe ich vorher vergessen auf der Bank. Also nochmal zurück. Ja, heute wird schön. Ja, ich muss unbedingt Tagebutten sammeln. Das sind schon viele reif. Die sind dieser richtig groß. Auch hier schöne Tagebutten. Aber wir gehen erstmal nach Hause. Ja, nichts Besonderes passiert. So darf es heute auch mal sein. Es geht nach Hause.